Ja, ich habe persönlich sicher meine Ressourcen auch so langsam aufgebraucht und sonst halt einfach die viele Zeit, die Trainingszeit und alles, was wir da investiert haben, das hat sich schlussendlich jetzt ausgezahlt. Bis vor zwei, drei Jahren haben wir überhaupt nichts verdient. Das ist in der Schweiz so, wir haben ein Belohnungssystem und nicht ein Förderungssystem, vielleicht im Gegensatz zu anderen Nationen. Gemäß einer Studie sind 40% der Schweizer Topathleten im Individualsport verdienen 14.000 Franken pro Jahr und davon kann man weiß Gott nicht leben und schon gar nicht Spitzensport betreiben.